Hallo, Jared. Sag, Nat, wie geht es dir? Ausgezeichnet. Komm mit, ich möchte dir meinen Bruder vorstellen. Heath, das ist Nat Springer. Freut mich, Sie kennenzulernen. Junge, du siehst fabelhaft aus. Und du wohlhabend. Oh, ich kann nicht klagen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Aber trotzdem bin ich immer noch der gleiche wie damals als Student. Nicht zu fassen, wie du aussiehst. Das Leben in diesem Nest bekommt dir wohl. Oh, ich würde Stockton nicht unbedingt als Nest bezeichnen. Ja, natürlich, da hast du recht. Du sollst ja ein vermögender Mann sein, hat man mir gesagt. Rinder, Pferde, Goldminen und dazu ein paar tausend Hektar Wald. Ich würde gern mit dir ins Geschäft kommen. Ich habe nämlich einen Klienten, der sich für sowas interessiert. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Was? Dass ein berühmter Anwalt wie du sich als Grundstücksmakler betätigt. Das hört sich ja beinahe so an, als ob du neidisch wärst. Nein, nein, nur überrascht. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Nur ein Dummkopf lehnt Geschäfte ab, bei denen was zu verdienen ist. Kommt mit ins Hotel, ich lade euch zum Essen ein. Na, geht allein. Ich würde bei eurer Wiedersehensfeier nur im Wege sein. Gut, aber bleib in der Nähe. Ich brauche dich später für ein paar Unterschriften. Tag da ist. Da drin wird wohl gefeiert. Es interessiert mich nicht, was die da drin machen. Ich wette $10, dass er keine zwei Schritte schafft. 20, dass er rüberkommt. Zeig's ihn! Ich verdopple den Einsatz, Charlie. Wenn du die andere Seite erreichst, gebe ich dir 2 Flaschen Feuerwasser. Na? Los! Er schafft es, sage ich dir. Vorher, Charlie! Ja, er schafft es. Charlie, komm sofort herunter! 3 Flaschen, Charlie, ich gebe dir 3. Weiter, weiter, Charlie, ich hab auf dich gewettet! Na, was meinen Sie, Doc? Ich meine, Sie schulden mir $20. Nein, was Sie von seinem Zustand halten. Mr. Barclay, ich bin zwar nur Dentist, aber wenn Sie mich nach meiner unmaßgeblichen Meinung fragen, würde ich sagen, er ist noch am Leben. Er hat's nicht besser verdient. Er kam hier rein und bettelte um Schnaps. Gus, sei lieber vorsichtig. Du entweihst eine heilige Kuh. Charlie Whitehorse ist ein echter Kriegsheld, musst du wissen. Hören Sie auf, Parker. Kein Grund zur Aufregung, Heath. Gus ist ein alter Kriegskamerad vom 2. Freiwilligenregiment aus Georgia. Ich wollte nur, dass er über Charlie Bescheid weiß, damit er ihn nicht für einen Landstreicher hält. Du musst wissen, der alte Charlie hat eine Nase wie ein Jagdhund. Einmal hat er so im Gelände rumgeschnüffelt. Und was meinst du, was er roch? Schnaps? Ein Hinterhalt, das war's, was er roch. Er rettete sein ganzes Regiment, einschließlich Mr. Heath Barclay. Der ihm seitdem aus Dankbarkeit die Stiefel leckt. Wenn Sie ihn noch mal beleidigen, schlage ich Sie tot. Greif zu, du warst doch der größte Esser im Regiment. Du warst der Einzige, dem sogar unser trockener Zwieback geschmeckt hat. Ich denke oft an die Zeit zurück. Bei uns müssen ein paar Pferde zugeritten werden. Erhol dich ein bisschen, dann spreche ich mit Nick.
Nick nimmt mich bestimmt nicht wieder. Du müsstest mit dem Trinken aufhören. Oder hast du Lust, weiter von Balkons runterzufallen? Du hast recht. Ich möchte dir helfen. Ruh dich eine Weile in unserer Jagdhütte aus. Aber wehe, du trinkst was, dann gibt's väterliche Prügel. Ich habe meinen Vater nie gekannt. Als ich einmal nach ihm fragte, hat meine Mutter gesagt, dass er sich totgetrunken hat. Glaubst du, das ist erblich? Ist doch lächerlich, Charlie. Ich erinnere mich noch wie heute, du wolltest nicht mal einen Whisky trinken, als der Feldarzt dir drei Kugeln rausoperiert hat. Keinen Tropfen hast du angerührt, bis sie dich hier in der Stadt als Helden gefeiert haben. Charlie, der große Kriegsheld. Ich habe das nie gewollt. Das war dein Untergang. Ich habe immer nur gewollt, dass man mich in Ruhe lässt. Deine falschen Freunde haben dir geschmeichelt und dafür gesorgt, dass du zum Trunkenbold und Landstreicher geworden bist. Charlie, du brauchst jetzt nichts weiter als Ja zu sagen. Ich verspreche dir, dass du die Arbeit kriegst. Das ist für dich die einzige Chance, neu anzufangen. Morgen früh kommst du auf die Ranch. Schlag 6 Uhr. Ich habe mir gerade überlegt, wie wär's, wenn wir Mr. Springer zum Abendessen einladen? Ein saftiger Schweinebraten macht ihn vielleicht ein bisschen zugänglicher. Mach dir keine Illusionen, Mutter. Der interessiert sich nicht für Hausmannskost. Alles, was er will, ist nach San Francisco zurückzukehren und seinem Klienten zu erzählen, dass er das Land weit unter dem erwarteten Preis bekommen hat. Darauf wirst du dich doch nicht einlassen. Ach, wir werden uns eine Weile anbrüllen und dann auf den Preis einigen, den wir von Anfang an im Auge gehabt haben. So ein Blödsinn, wozu das Ganze? So werden Geschäfte gemacht. Hieß, was ist los? Kein Appetit? Wie spät ist es? Ja, kurz vor 8. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Charlie kommt. Was hat er gesagt, wenn er hier sein wollte? 6. Er sitzt wahrscheinlich irgendwo in der Gosse und hält sich an der Flasche fest. Er könnte wieder auf den rechten Weg kommen, aber man muss ihm eine Chance geben. Wie viele Chancen denn noch? Weiter, weiter, na mach schon, noch eine. So, das wär's. So, ich glaube, das dürfte unserem Helden für eine Weile genügen. Vorwärts, Doc, sagen Sie ihm, was er dafür tun soll. Na los. Bei einem eingeborenen Stamm, ich erinnere mich nicht mehr genau, wo herrscht eine Sitte, die überaus ungewöhnlich ist. Das hat er in einem Buch gelesen. Um dem großen Geist zu beweisen, wie sehr sie ihm ergeben sind, binden die Krieger Stricke um ihre Fußgelenke und springen vom Bäumen herab. Aber kurz vor dem Aufprall auf den Boden hält der Strick den Sturz auf. Gehört verdammt viel Mut dazu, finde ich. Wenn du es riskierst, Charlie, kannst du dich eine ganze Woche lang volllaufen lassen. Was ist los, Charlie? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben es genau nachgewiesen. Komm, Charlie, für den Helden ist das doch eine Kleinigkeit. Ruhe, Ruhe bitte, bitte. Das ist schließlich eine einmalige Leistung. Charlie hat ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Los, Charlie! Los, Charlie! Das macht ihm so leicht keine Chance! Ich will das nicht riskieren! Na weiter, Charlie! Vorsicht! Charlie, du lieber Mann! Charlie, bist du verrückt? Nein! Halt, Heath, halt! Es war ein Unfall! Machen Sie keinen Unsinn! Es war ein Unfall!
Sie hätten lieber nicht herkommen sollen. Das war der größte Fehler, den Sie machen konnten. Sheriff! Sheriff, kommen Sie schnell! Hier! Es war Mord. Glatter Mord. Ich mach das schon. Gehen Sie wieder zurück. Machen Sie sich keine Mühe. Parker ist tot. Wenn Doc Tully dem Kerl nicht eins über den Schädel gehauen hätte, würde ich jetzt neben Parker liegen. Stimmt das, Doc? Ja, ich habe es mit angesehen. Heath Barclay hat Parker einfach niedergeknallt. Ein Jammer, dass Ihr Bruder nicht tot ist. Jetzt wird man ihn wohl hängen. Heath, bist du verletzt? Er hat eine Beule am Kopf, aber sonst fehlt ihm nichts. Sie sagen, ich hätte Parker erschossen. Ja, ich weiß. Am liebsten hätte ich ihn umgebracht, aber ich hab's nicht getan. Zwei Zeugen haben die Tat mit angesehen. Drei weitere sahen ihn zum Schuppen laufen und ein Dutzend anderer hörten ihn wilde Drohungen ausstoßen. Außerdem war der Lauf seiner Waffe noch warm, als ich kam. Heath, sag mir, was ist passiert. Ich kam hier rein und plötzlich sah ich Parker und diesen... Ich weiß nicht, wie er heißt. Weiter. Das ist alles, was ich weiß. Denk nach, Heath. Versuch, dich zu erinnern. Ich erinnere mich an nichts. Jared, es tut mir wirklich leid, aber ich muss Heath verhaften. Können Sie nicht abwarten, bis er seine fünf Sinne wieder beisammen hat? Zwei Zeugen haben Heath bei der Tat beobachtet. Das haben Sie nur behauptet. Ich will nicht mit Ihnen streiten, ich bin kein Anwalt. Warten wir also ab, wie das Gericht darüber entscheidet. Er war ein armer Hund, aber mehr wert als viele andere. Corporal Charlie Whitehorse. Er starb durch den Übermut eines eingebildeten Großmauls und eines versoffenen Dentisten. Mund schön weit aufmachen, gut. Oh, tja. Der Backenzahn muss raus. Aber keine Angst, May. Der alte Doc tut Ihnen nicht weh. Dazu sind Sie viel zu hübsch, mein Kind. Ja, ich wünschte, ich wäre noch 40 Jahre jünger. Dann wäre vor mir bestimmt kein Mädchen sicher. So, halten Sie mal. So, gleich haben wir es hinter uns. Jetzt nehmen Sie mal einen kräftigen Schluck. Mehr. Es schadet Ihnen nichts. Na, ist Ihnen jetzt besser? Guten Tag, Jared. Guten Tag, Doc. Machen Sie ruhig weiter. Ich möchte Sie auf keinen Fall stören. Wollen Sie was Besonderes? Nein. Ich bin nur spazieren gegangen. Im Gehen kann ich besser nachdenken, wissen Sie? Ich habe gehört, der Termin für die Gerichtsverhandlung ist festgesetzt. Mittwoch in einer Woche. Richter ist Lansbury. Verdammt peinlich. Warum war Heath so unvernünftig? Ich habe versucht, Heath daran zu hindern, in den Schuppen zu gehen. Es war vergeblich. Er war wie ein Wahnsinniger. Er hörte nicht, was ich zu ihm sagte. Der Barmann und ich wollten ihn festhalten, aber er riss sich los und weg war er. Doc, Sie haben einen guten Zug am Leibe. Ist das ein Wunder? Glauben Sie, es ist mir ein Vergnügen, gegen Ihren Bruder als Belastungszeuge aufzutreten? Das heißt, der Scherz war Ihre Idee, Doc, bei dem Charlie draufgegangen ist. Ich hätte niemals gedacht, dass er darauf eingehen würde. Ich würde mir keine Vorwürfe machen. Ein Mann, der zu viel trinkt, hat eine blühende Fantasie und kommt oft auf die verrücktesten Einfälle. Sie scheinen mich für sehr dumm zu halten, was?
Sie wollen, wenn ich im Zeugenstand stehe, sagen, Doc Tully war betrunken und die ganze Sache war ein Produkt seiner Fantasie. Aber Sie irren sich, es ist wirklich passiert. Ich stand daneben und habe es gesehen. Er hat Parker wie einen Hund niedergeschossen. Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? Da drüben, an der Tür. Was wollten Sie hier? Warum sind Sie nicht mit Tully in den Schuppen gegangen? Ich kam her, weil ich Hilfe holen wollte. Sie müssen sowas wie ein Hellseher sein. Wieso? Sie wollten Hilfe holen, bevor die Schüsse gefallen waren. Sie haben offensichtlich gewusst, dass etwas in der Luft liegt. Ich konnte mir an den 5 Fingern abzählen, was hier bevorstand. Sahen Sie Parker in den Schuppen gehen? Nein. Woher wussten Sie, dass er drin war? Er nahm es an. Ebenso wie Ihr Bruder. Mr. Vandiver, welch ein Zufall. Ich habe gerade Ihre Aussage drüben im Sheriffbüro gelesen. Wie fanden Sie sie? Faszinierend. Ich habe kein Wort davon geglaubt. Der Sheriff tut es und das Gericht wird es auch tun. Ich war ziemlich überrascht festzustellen, dass Sie sowas wie ein Grundstücksmakler sind. Ich hätte nicht gedacht, dass man Sie so leicht überraschen kann. Ich habe bisher noch keine Urkunde mit Ihrer Unterschrift gesehen, Vandiver. Können Sie auch nicht. Atlas hat immer unterzeichnet. Wir waren Partner. Leider hat Ihr Bruder ihn wie einen Hund niedergeschossen. Sie und Doc Tully benutzen beide denselben Ausdruck. Er hat ihn wie einen Hund niedergeschossen. Genau so ist es gewesen. Merkwürdig, dass Sie es beide gleich formulieren. Nicht so merkwürdig wie die Geschichte, die Ihr Bruder präsentiert hat. Ich wette, er wird schwören, dass er sich an nichts mehr erinnert, bis man ihn aufgehängt hat. Wir bringen dir was zu essen. Danke, ich habe keinen Hunger. Ach ja, wir waren bei Heath. Er hat rausgekriegt, warum Sheriff Madden immer Magenschmerzen hat, wegen der Kocherei seiner Frau. Wir haben Post von Audrey. Es hat dauernd geregnet in Rom. Schon am ersten Tag hat sie 3 Heiratsanträge bekommen, einen von einem echten Herzog. Jared, hältst du es für richtig, die Sache vor Audrey zu verschweigen? Wozu sollen wir ihr das Herz schwer machen? Mutter, würdest du bitte endlich den Kopf da wegnehmen? Du musst doch was essen. Ich hab dir doch gesagt, ich hab keinen Hunger. Warum fährst du nicht nach Hause und schläfst dich aus? Du bist ja völlig am Ende, wenn die Verhandlung beginnt. Lass mich zufrieden, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Steht es wirklich so schlecht? Schlecht? Ein sehr mildes Wort dafür. Ich muss vor Gericht erscheinen, um meinen Bruder zu verteidigen. Und zum ersten Mal in meiner Praxis als Anwalt weiß ich nicht, wie ich die Anklage entkräften soll. Vielleicht erinnert sich Heath wieder an das, was geschehen ist. Selbst wenn er das tut, selbst wenn er noch so verzweifelt seine Unschuld beteuert, 2 Augenzeugen werden im Gerichtssaal aufstehen und beschwören, dass sie gesehen haben, wie er Parker Atlas niedergeschossen hat wie einen Hund. Parker Atlas war ein ganz übles Objekt. Das mag sein. Aber er war der Sohn eines überaus geachteten Ranchers in diesem Tal und das spielt eine große Rolle für die Geschworenen. 2 Augenzeugen. 1 Dutzend andere, die schwören, dass Heath Parker gedroht hat, ihn umzubringen. Herein! Und was das Motiv betrifft, es gibt in Stockton keinen Menschen, der nicht wüsste, was Heath für Charlie Whitehorse empfand. Entschuldige bitte, Jared, ich sah noch Licht, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Ist schon gut, Nat, komm rein. Nathan Springer, meine Mutter. Guten Abend, Madam. Mein Bruder Nick. Guten Abend. Guten Abend. Was machst du hier, Nat? Ich dachte, du bist wieder in San Francisco. Meine Frau hat mich rausgeworfen. Ja, was sagen Sie dazu? Sie sagte, Nat, du hast dir seit über 6 Jahren keinen freien Tag gegönnt. Wenn du nicht endlich Urlaub machst, fällst du mir eines Tages plötzlich tot um. Das möchte ich natürlich nicht. Ich nahm meinen Koffer und fuhr wieder nach Stockton. Und ich habe vor, mich hier mal so richtig auszuruhen und mich zu erholen. Ich werde weiter nichts tun als schlafen. Ich hoffe, Sie werden wenigstens ab und zu mal aufwachen, damit wir zusammen essen können. Mit Vergnügen, Madam. Da fällt mir ein, Jared, ich habe eine Neuigkeit für dich. Ich hörte zufällig in San Francisco, dass Danny Maness die Anklage gegen deinen Bruder vertritt. Wer? Daniel Maness. Er ist, wollen wir es mal höflich umschreiben, ein politischer Opportunist. Kennst du ihn, Jared? Er möchte unbedingt Gouverneur werden. Dazu braucht man Publicity und die kriegt man durch solche aufsehenerregenden Fälle. Ist er tüchtig? Ich würde es so ausdrücken, er hat in den letzten 5 Jahren keinen Prozess verloren. Ich würde mir deswegen keine Kopfschmerzen machen. Du wirst schon fertig mit ihm. Und jetzt werde ich mal wieder gehen. Es hat mich sehr gefreut, Madam. Nix, war mir ein Vergnügen. Mir auch. Jared, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich. Zur Erholung bist du hergekommen, Können wir mit der Wahl der Geschworenen fortfahren, Mr. Maness? Sie sind Mrs. Bacon, nicht wahr? Mrs. Florence Bacon. Ja, Sir. Also, Mrs. Bacon,
Sind Sie mit dem Angeklagten bekannt? Na ja, ich weiß nur, wer er ist. Was halten Sie charakterlich von ihm? Wieso? Ich habe ihn immer für einen sehr netten jungen Mann gehalten. Mrs. Bacon, sind Sie sich dessen bewusst, dass auch nette junge Männer fähig sind, gegen das Gesetz zu verstoßen? Und sogar fähig sind, andere junge, nette Männer in einem Anfall von Wut zu töten? Diese Bemerkung ist eine Beeinflussung der Geschworenen. Es war keine Bemerkung, Mr. Barclay. Es war eine Frage. Euer Ehren, ich bestehe darauf. Ich glaube, ich habe Mr. Mannes verstanden. Es ging ihm darum, die Urteilsfähigkeit der Dame zu prüfen, Mr. Barclay. Und dazu muss er ja wohl einige Fragen an Sie richten dürfen. Wie lange wohnen Sie schon in Stockton, Mr. Elger? Solange ich lebe. Mr. Elger, meinen Sie, dass Sie fähig sind, sich über den Angeklagten ein unparteiisches Urteil zu bilden? Natürlich. Das ist eine infame Lüge, Mr. Elger. Sie wurden bei uns fristlos entlassen. Sie können gar nicht unvoreingenommen urteilen. Euer Ehren, ich kann mir das nicht länger bieten lassen. Mr. Barclay geht zu weit. Entweder er akzeptiert diesen Geschworenen oder er lehnt ihn ab. Mr. Barclay, ich glaube, Sie dürften lange genug Anwalt sein, um die Strafprozessordnung zu kennen. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Ich akzeptiere diesen Geschworenen. Ruhig, Gerald, sonst hast du den Prozess verloren, bevor er überhaupt begonnen hat. Ich bin auch mit diesem Geschworenen einverstanden, Euer Ehren. Sie freuen sich ja so, Mr. Hartzell. Finden Sie an diesem Verfahren vielleicht etwas komisch? Also gut, dann möchte ich Sie etwas fragen. Einer der Hauptbelastungszeugen der Anklage in diesem Fall ist ein notorischer Trunkenbold. Einspruch. Würden Sie in einem Prozess, bei dem ein Todesurteil möglich ist, der Aussage eines Trunkenboldes glauben? Das ist ja unglaublich. Sie bilden sich wohl ein, allwissend zu sein. Mr. Barclay scheint genau zu wissen, was ich vorhabe. Er kennt meine Belastungszeugen, er kennt ihre Fehler und Schwächen und er greift sie schon an, bevor sie im Zeugenstand stehen. Nun machen Sie mal einen Punkt. Jeder weiß, dass Dr. Tully Ihr Zeuge ist. Ruhe. Wo kommen wir denn da hin? Zuerst hat der Jared angegriffen, weil er dazwischen geredet hat. Jetzt tut er dasselbe. Ruhe. Wenn das so weitergeht, verhandle ich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Setzen Sie sich hin. Meine Herren, ich denke, wir vertagen die Verhandlungen bis morgen früh. Herein. Oh, Victoria. Sie wollten mich sprechen? Ja. Nehmen Sie Platz. Wer hat bloß die Idee mit diesen verdammten Dingern gehabt? Ich wette, in 10 Jahren wird kein Richter mehr sowas tragen. Das ist ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, als man dem Volk mit feierlichen Zeremonien und Pomp Sand in die Augen streute. Victoria, ich will hier über Nicks Verhalten kein Wort verlieren. Aber mit Jared ist das was anderes. Die Sache ist sehr, sehr gefährlich. Ich weiß. Ein Arzt würde niemals ein Familienmitglied operieren. Genauso wenig ist ein Anwalt dazu imstande, sich von Emotionen freizumachen, wenn er jemanden, der ihm nahesteht, vor Gericht verteidigt. Vielleicht beruhigt Jared sich. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Was würden Sie mir raten? Sorgen Sie dafür, dass er die Verteidigung niederlegt. Wie Sie es machen, weiß ich nicht, aber tun Sie es. Andernfalls hat Hies keine großen Chancen. Jared? Na? Was wollte Lansbury? Hat er mit dir über euren ersten Walzer geplaudert? Oder dir einen Vortrag über die moralischen Pflichten eines Richters gehalten? Ich sah dich vorhin in sein Zimmer gehen. Jared, Richter Lansbury hat mich wahrscheinlich zu sich gebeten, weil er es gut mit dir meint. Er betrachtet dein persönliches Engagement in diesem Falle als eine gewisse Gefahr. Vielleicht hat er dich sogar gebeten, dafür zu sorgen, dass ich die Verteidigung niederlege. Wenn das Ganze nicht so tragisch wäre, würde ich es komisch finden. Daniel Mannes, der unbestechliche Streiter für die Gerechtigkeit. Der Mann, der sein Seelenheil für eine Erwähnung in der Presse opfern würde, kommt extra her, um die Anklage gegen Heath zu übernehmen. Der Gerichtsvorsitzende ist meinetwegen in Sorge.
Und damit nicht genug, ist auch zufällig einer der besten Anwälte von ganz Kalifornien hier im Hotel abgestiegen. Weil seine Frau ihn aus seiner Prachtvilla in San Francisco weggeschickt hat, damit er sich hier erholt. Mannes und Springer. Ich weiß, was dahinter steckt. Die beiden warten seit 5 Jahren darauf, sich gegenseitig eins auszuwischen. Wer ist denn wirklich so ein Beinbruch, wenn du Springer einschaltest? Das wäre es, Mutter. Leider. Aber ich werde wohl nicht drumherum kommen. Euer Ehren, ich bitte zu Protokoll nehmen zu lassen, dass der Angeklagte von jetzt an auch von Mr. Nathan Springer aus San Francisco verteidigt wird. Und mehr können Sie dazu nicht sagen? Mr. Barclay hat mich ausgequetscht wie eine Zitrone. Ich habe die Fragerei allmählich satt. Ich nehme an, Menes hat Ihnen geraten, den Mund zu halten. Ja, ich soll mich nicht zu der Sache äußern, bevor er mich in den Zeugenstand holt. Das kann ich verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Wirklich ein Jammer. Wieso, was denn? Kleine Leute wie Sie sind doch letzten Endes immer die Dummen. Wie meinen Sie das? Das liegt doch klar auf der Hand. Für mich nicht. Pete. Welches ist die reichste Familie in Stockton? Die Barclays. Gegen wen sollen Sie aussagen? Hören Sie, ich habe nichts zu befürchten, solange ich die Wahrheit sage. Das eine müssen Sie sich ein für alle Mal merken. Wer Geld hat, besitzt die Macht. In San Francisco könnte ich Sie für einen Cent zum Schweigen bringen. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Das glaube ich Ihnen gern, Pete. Mr. Springer, ich kann doch nur sagen, was ich... Guten Abend, Mr. Perkins. Kommen Sie rein. Hier ist die Antwort aus Chicago. Sind Sie verheiratet, Mr. Perkins? Nein. Ich hoffe, Sie können den Mund halten. Selbstverständlich. Alles, was über meinen Draht reinkommt, wird streng vertraulich behandelt. Sehr vernünftig von Ihnen. Solche Leute findet man heute wirklich selten. Vielen Dank, Sir. Hieß war vollkommen von Sinn, ganz außer sich. Er feuerte einmal, wumm, er feuerte zweimal, wumm. Dann brach Parker zusammen. Ich lief zurück und holte diesen Axtstiel und schlich mich an ihn ran. Und wumm, schlug ich ihm in die Schädel. Schon gut, Sie schildern das sehr dramatisch. Ich sehe Sie schon im Gerichtssaal vor mir, wie Sie dastehen und vor den Geschworenen und den Zuhörern Ihr mutiges Eingreifen schildern. Ich bedauere es direkt, dass ich Sie als das entlarven muss, was Sie sind. Wie meinen Sie das? Spielen wir mit offenen Karten, Doc. Ich habe die besten Detektive im Land beauftragt, Nachforschungen über Sie anzustellen. Ich glaube, Sie werden gleich verstehen, worauf ich hinaus will. Ich habe erfahren, dass Sie mit einer Frau verheiratet sind, deren Mädchenname Vera Henderson ist. Sie lebt in Chicago, Elm Street 24. Das stimmt. Was ist dabei? Nichts, Doc. Gar nichts. Sie sind aber auch leider immer noch mit einer Frau verheiratet, deren Mädchenname Alice Duggan ist. Und die wohnt Randall Terrace 111 in Kansas City, Missouri. Das ist die reinste Erpressung, Mr. Springer. Oh, Doc, ich muss doch sehr bitten. Sie waren dabei, als Charlie Whitehorse das erste Mal vom Balkon fiel. Sagen Sie uns, was unmittelbar danach passierte. Alles lief zu der Stelle, wo er lag. Gut. Hatte der Angeklagte einen Wortwechsel mit Parker Atlas? Ja, das könnte man sagen. So. Und was hat er zu ihm gesagt? Beide waren ziemlich erregt. Hat der Angeklagte Parker Atlas bedroht? Tja, das habe ich nicht gehört. Was sagen Sie? Wieso haben Sie nichts gehört? Es war ein großes Geschrei. Ich war nicht imstande zu hören, was Sie im Einzelnen sagten. Sheriff Madden, haben Sie aber etwas ganz anderes berichtet. Und mir auch, als wir uns vor 2 Tagen unterhalten haben. Warum hacken Sie auf mir rum? Andere haben viel näher gestanden als ich. Kein Mensch hackt auf Ihnen rum. Ich versuche nur, die Wahrheit herauszukriegen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich an der Bar bediene. Ich kümmere mich nicht um solche kleinen Bagatellen. Hier geht es um die Ermordung eines Menschen. Und Sie nennen das kleine Bagatellen. Ich verzichte auf weitere Fragen. Der Zeuge ist entlassen. Danke. Ich möchte jetzt den nächsten Zeugen verhören. Dr. Arnold Tully.
Mr. Mannis, ich habe gerade gehört, dass Dr. Tully nicht erschienen ist. Er hat Stockton vergangene Nacht verlassen. Gratuliere, Nat. Vielen Dank, Gerard, vielen Dank. Gute Arbeit für einen Tag. Tully, McGinn. Die übliche Methode. Verschwunden, bevor sie im Zeugenstand erscheinen. Ich war immer dafür, ein bisschen nachzuhelfen, weißt du? Ich dachte, du würdest dich freuen. Ich bin gegen Zeugenbeeinflussung, Nat. Es geht darum, zu gewinnen. Es geht um das Recht. Sag mal, wärst du dafür am Ende sogar bereit, zuzulassen, dass man deinen Bruder aufhängt? Kein schöner Anblick. Ich habe schon Hinrichtungen gesehen. Aber dazu kommt es, wenn wir nicht nach meiner Methode vorgehen. Nein, Jared. Hör auf mit Recht und Gerechtigkeit. Du hast mich gebeten, dir bei der Verteidigung zu helfen. Du hast genau gewusst, warum ich wieder nach Stockton zurückgekommen bin. Du brauchst mich und ich brauch dich. Also Schluss mit der Debatte über ethische Grundsätze. Nur eins ist wichtig, dass dein Bruder nicht an den Galgen kommt. Danke, Joe. Warum so trübsinnig? Du solltest dich lieber freuen. Hast du nicht gemerkt, dass der Vertreter der Anklage kein Bein auf die Erde kriegt? Die Art gefällt mir nicht. Ach, nur weil ein paar Lügner plötzlich die Nerven verloren haben? Ist das wirklich alles? Heath, so ein Prozess lässt sich nicht vorausberechnen. Man weiß nie, wie ein Zeuge sich benimmt, bis er in den Zeugenstand tritt. Jemand hat McGinn bearbeitet, ebenso wie Tully. Um sie mundtot zu machen. Ich nehme an, Springer. Gerard, du bist nie ein Freund von Kompromissen gewesen. Fang jetzt nicht an. Hör zu, Heath, ich bin kein Heiliger. Soll ich stur bei meinen Prinzipien bleiben, wenn es um das Leben meines Bruders geht? Ich möchte auf ehrliche Art und Weise freigesprochen werden. Soll ich etwa mit dem Bewusstsein weiterleben, dass ich jemanden umgebracht habe? Immer die Ungewissheit behalten, dass ich es vielleicht doch getan habe? Ich will die Wahrheit wissen. Heath, ich bin davon überzeugt, du warst es nicht. Gerard, hör auf, mich immer zu beruhigen. Ich bin mir selbst nicht mehr sicher. Ich grüble und grüble. Du weißt, Charlie war mein Freund. Ich sehe ihn immer noch in dem dreckigen Saloon vor mir auf dem Boden liegen. Mit starren Augen. Vielleicht habe ich wirklich im Affekt die Tat begangen. Ich weiß, dass du dazu gar nicht fähig bist. Gerard, das wäre doch möglich. Also gut, Heath, gehen wir alles nochmal durch. Sämtliche Einzelheiten, wie der ganze Vorgang sich abgespielt hat. Also du bist durch die Gasse gelaufen. Was geschah dann? Ich kam zum Schuppen und dort versuchten McGinn und Tully mich aufzuhalten. Ich schob sie beiseite und stürzte in den Schuppen. Dort hörte ich ein Geräusch und plötzlich tauchten Vendiver und Parker aus der Dunkelheit auf. Moment. Was für ein Geräusch? Ja, irgendein Geräusch. Na schön, aber von wo? Denk nach, Heath. Vom Heuboden. Du hörtest ein Geräusch vom Heuboden? Dice. TJ Dice. Dice war auf dem Heuboden. Er muss das Ganze mit angesehen haben. Ihren Namen bitte. Gustavus S. Vendiver. Mr. Vendiver, wovon leben Sie? Was haben Sie für einen Beruf? Ich handle mit Grundstücken. Besitzen Sie Land in der Gegend von Stockton? Nein, Mr. Atlas besaß welches. Wir waren Geschäftspartner. Mhm. Wie lange haben Sie Parker Atlas gekannt?
Wir haben uns während des Krieges kennengelernt. Glück gehabt? Vor etwa 15 Jahren. Die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Da ist es wie vom Erdboden verschwunden. Seitdem Wir haben im gleichen Regiment gedient. Später hatten wir uns eine Zeit lang aus den Augen verloren. Such weiter, Nick. Sehr gut, Mr. Vendaber. Okay. Und jetzt wollen wir uns dem Tag zuwenden, an dem der Mord geschah. Also, schildern Sie uns ganz genau alles, was geschah, nachdem Sie und Parker Atlas den Schuppen betraten. Wir haben uns ruhig verhalten, in der Hoffnung, dass er uns nicht findet. Wer? Heath Barclay. Weiter? Irgendwie wusste er, wo wir waren. Er hat vielleicht gehört, wie wir die Tür schlossen. Er stürzte rein, um uns fertig zu machen. Mr. Vendiver, sagen Sie uns, was meinen Sie mit fertig machen? Umbringen natürlich, das sah man ihm deutlich an. Er wirkte wie ein Wahnsinniger. Seine Augen waren blutunterlaufen. Und dann, Mr. Vendiver? Was haben Sie daraufhin getan? Was sollten wir tun? Es gab für uns nur eine Möglichkeit. Wir liefen zum Hinterausgang. Sie liefen sofort zum Hinterausgang? Ganz recht. Ein paar Sekunden danach hörte ich einen Schuss, aber der traf nicht. Während ich versuchte, die Tür aufzumachen, packte Barclay Atlas von hinten. Er drückte ihm den Revolver in die Rippen. Und da war es auch schon geschehen. Atlas war auf der Stelle tot. Mr. Vendiver, wie kommt es, dass Sie am Leben geblieben sind? Doc Talley schlug Barclay mit einem Axtstiel nieder. Also, Mr. Vendiver, Sie sahen, wie Heath Barclay seinen Revolver in die Rippen von Parker Atlas drückte und ihn niederschoss. In einem Anfall von rasender Wut? Ja, stimmt. Das habe ich gesehen. Ihr Zeuge. Mr. Vendiver, Sie haben gesagt, Sie wären, wie drückten Sie sich aus, Sie handelten mit Grundstücken. Das stimmt. In Denver. Auch in Denver. Und Sie haben den verstorbenen Parker Atlas im Krieg kennengelernt. Das ist richtig. Würden Sie sagen, dass Sie ein guter Soldat waren? Oh doch, ich denke, das war ich. Mhm. Sie und Parker waren bei der gleichen Abteilung bei den zweiten Freiwilligen aus Georgia. Er war Lieutenant, ich war Sergeant. Sergeant? Jawohl. Das ist aber merkwürdig. Ich habe hier eine Liste, da waren Sie Soldat. Einfacher Soldat, Mr. Vendiver. Dürfte ich diese Liste wohl mal sehen? Es ist die Kopie einer amtlichen Liste aus dem Archiv der Freiwilligen. Sie enthält die Namen der Männer, die während des Krieges vor den Feinden desertiert sind. Wollen Sie, dass wir das zu den Akten nehmen? Wie wär's? Na schön. Nachdem wir Licht in Ihre militärische Vergangenheit gebracht haben, wollen wir jetzt über Ihre Tätigkeit in Denver sprechen. Warum haben Sie Denver verlassen, Mr. Vendiver? Das habe ich schon mal gesagt, um mit Atlas Geschäfte zu machen. War das der einzige Grund? Ja. Haben Sie niemals im Verdacht gestanden, einen Mann erschossen zu haben? Es handelt sich um einen gewissen Eugene Griffin. Er war Angestellter im Alta Hotel. Das ist mir nie nachgewiesen worden. Meine Herren, ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Los, rein mit Ihnen. Sieh mal einer an. Guten Tag, Dice. Wo hast du ihn gefunden, Nick? Er hatte sich in Hagesville verkrochen. Das kann sehr unangenehm für Sie werden. Ach, wirklich? Heath sagt, er habe Sie neulich in dem Schuppen gesehen, Dice. Das ist gelogen. Ich war überhaupt nicht in der Stadt. Das ist nicht wahr. Ich habe Sie selbst eine Stunde vor der Schießerei gesehen. Sie haben vor dem Saloon die Veranda gefegt. Sie sind in dem Schuppen gewesen. Geben Sie es doch zu. Wann wird's bald? Ich war auf dem Heuboden. Was haben Sie beobachtet? Nichts. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ich habe mich zurückgezogen. Dice, ich glaube Ihnen kein Wort. Es ist mir egal, was Sie glauben. Ich werde Sie in den Zeugenstand holen und zur Aussage zwingen. Darauf können Sie sich verlassen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Nimm ihn mit nach Hause, Nick. Ich lasse ihn durch Richter Lansbury vorladen. Kommen Sie mit, Dice. Kommen Sie ruhig mit. Sie können mir beim Holzhacken was? Helfen. Ein bisschen Arbeit wird Ihnen nicht schaden. Was fällt Ihnen ein, Mr. Buckley? Wie kommen Sie dazu? Jared, bist du wahnsinnig geworden? Du weißt doch gar nicht, was er aussagt. Ich will, dass er die Wahrheit sagt, Ned. Du hast doch selbst gesehen, wie ich heute Vendiver fertig gemacht habe. Menace ist am Ende. Wir haben gewonnen. Und jetzt willst du diesen Mann als Zeugen vorladen? Wozu? Was ist, wenn seine Aussage belastend ist? Das kannst du doch vorher nicht wissen.
Vielleicht sagt er aus Trotz die Unwahrheit. Und wenn nicht, könnte auch die Wahrheit für Heath das Ende bedeuten. Heath selbst will es so. Heath will was? Die Wahrheit, wie auch immer sie lautet. Ja, ja, er ist ebenso ein Narr wie du. Das liegt in der Familie. Versuch's ihm auszureden. Sein Leben steht auf dem Spiel, Jared. Du kennst ihn nicht, sonst würdest du sowas nicht sagen. Was ist los mit ihm? Hat er ein schlechtes Gewissen? Glaub mir, ich weiß, wie die Menschen sind, Jared. In einer Woche wird er nur noch einen einzigen Gedanken haben. Gott sei Dank, ich bin frei. Ich habe einen Augenzeugen, Ned, und auf den verzichte ich nicht. Du trägst die Verantwortung dafür, wenn sie deinen Bruder hängen. Dir würde das doch nichts ausmachen, Ned. Das Einzige, was dich wirklich treffen würde, wäre gegen Manis zu verlieren. Du wirst verlieren, Jared. Und zwar deinen Bruder. Bitte sagen Sie uns, wie Sie heißen. Thomas James Dice. Wo waren Sie zuletzt beschäftigt, Mr. Dice? Als Hausbursche im Salon. Aha. Zu dem Zeitpunkt, als Parker ermordet wurde, befanden Sie sich im Lagerschuppen hinter dem Salon. Ja, Sir. Was haben Sie dort gemacht? Ich kümmere mich nicht um andere. Antworten Sie auf meine Frage. Ich war auf dem Heuboden und stapelte Whiskykisten auf. Aha. Hat, während Sie auf dem Heuboden waren, noch jemand anders den Schuppen betreten? Atlas, Vandiver und Ihr Bruder Heath kamen herein. Würden Sie uns sagen, was Sie gesehen haben, Mr. Dice, nachdem die drei reingekommen sind? Gar nichts. Haben Sie die Augen zugemacht? Nein. Sie standen mit offenen Augen auf dem Heuboden und haben nichts gesehen? Ich spürte, es würde Unannehmlichkeiten geben und wollte nichts damit zu tun haben. Ich verkroch mich in eine Ecke. Wollen Sie uns wirklich einreden, dass Sie nicht imstande waren, von Ihrer Ecke auf dem Heuboden aus zu sehen, was unten im Schuppen vor sich ging, Mr. Dice? Das konnte ich nicht. Hier, Mr. Dice. Das ist eine maßstabgetreue Zeichnung des Schuppens. Da hinten in der entferntesten Ecke des Heubodens ist ein Mann eingezeichnet. Das sollen Sie sein. Dieser Pfeil zeigt seinen Blickwinkel. Und nun überzeugen Sie sich. Obwohl der Mann in der entferntesten Ecke steht, ist er absolut in der Lage zu überblicken, was unten vor sich geht. Ich frage Sie zum letzten Mal, Mr. Dice, was ist passiert, als die Männer reinkamen? Ich warte, Mr. Dice. Bitte, lassen Sie mich zufrieden. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Also, Sie wollen nichts damit zu tun haben. Ich war mein Leben lang nie in sowas verwickelt. Ich habe mich immer davon ferngehalten. Kümmere dich nicht um andere Leute, Kram, das ist mein Prinzip gewesen. So habe ich es immer gehalten. Wenn es brenzlig wurde, habe ich mich verdrückt. Ich bedauere Sie, Dice. Oh, wie sehr bedauere ich Sie. Sie haben ein armseliges, trostloses Leben geführt. Das traurige, inhaltslose Leben eines Menschen, der nichts mit seiner Umwelt zu tun haben will. Sagen Sie mal, haben Sie sich niemals Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wie einem Menschen zumute ist, der sich plötzlich in einer Lage befindet, in der er dringend Hilfe braucht, aber der, der ihm helfen könnte, weigert sich, weil er nichts mit der Sache zu tun haben will? Ich sage Ihnen, Sie haben sich lange genug in Ihrem Leben vor jeder Verantwortung gedrückt, Mr. Dice. Diesmal kommen Sie nicht so leicht davon. Sie waren in dem Schuppen und haben gesehen, wie Parker Atlas erschossen wurde. Ich weiß es, der Richter weiß es und die Geschworenen wissen es. Und wenn Sie sich weiter weigern, uns zu sagen, was geschehen ist, dann beweisen Sie damit nicht nur, was für ein feiger, schäbiger Kerl Sie sind. Sie machen sich auch wegen Aussageverweigerung strafbar. Mr. Dice. Alles, was hier von Ihnen verlangt wird, ist, dass Sie die Wahrheit sagen. Sie haben doch nichts zu verlieren. Aber es könnte vielleicht der Beginn eines neuen Lebens für Sie sein. Sie waren auf dem Heuboden und stapelten Whiskyflaschen auf.
Da kamen drei Männer in den Schuppen. Parker Atlas, Gus Van Diver und Heath Barclay. Was ist dann passiert? Die drei fingen an, miteinander zu streiten. Es ging um Charlie Whitehorse und das, was man ihm angetan hatte. Ich hatte das Gefühl, dass es gleich eine Prügelei geben würde. Gus Van Diver kam langsam näher und stellte sich mit gezogenem Revolver hinter Atlas. Heath konnte nicht sehen, dass er eine Waffe in der Hand hielt. Weiter. In diesem Moment tauchte Doc Tully auf. Er ergriff einen Axtstiel. Ihr Bruder bemerkte ihn nicht, weil er Van Diver beobachtete. Er muss geahnt haben, dass Van Diver eine Waffe in der Hand hielt. Denn er sagte, machen Sie keinen Blödsinn. Und dann war es auch schon passiert. Doc Tully schlug ihren Bruder mit dem Axtstiel eins über den Schädel. Der fiel gegen Atlas, stolperte rückwärts und, naja, das war's. Was heißt das? Atlas war tot. Ist ein Schuss gefallen? Ja, sicher. Sie sagen also unter Eid aus, dass sich ein Schuss aus Gus Van Divers Revolver gelöst und Parker Atlas getötet hat. Moment, bitte. Auch in der Waffe des Angeklagten fehlte eine Kugel. Es steht fest, dass aus ihr geschossen wurde. Van Diver hat einen Schuss aus Heaths Revolver abgegeben. Er sagte zu Tully, man müsse den Mord unbedingt auf Heath schieben, sonst kämen sie in Teufels Küche. Danke, Mr. Dice. Mr. Menace, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich verzichte, Euer Ehren. Die Sitzung ist geschlossen. Gerard, gratuliere zu dem Erfolg. Aber ich bin auch jetzt noch der Meinung, es war überflüssig, so ein Risiko einzugehen. Es war nicht überflüssig, Mr. Springer. Ich wollte die Wahrheit wissen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Also dann kommt. Heath? Los, Kinder. Ich freue mich, dass doch noch alles gut gegangen ist, aber es klingt vielleicht komisch, du wirst mir im Gefängnis fehlen. Der junge Mann spielt nämlich verdammt gut Poker. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich... Zahlen bitte. Du brauchst gar kein Gesicht zu machen, Fred. Das ist die Wiedergutmachung für das schlechte Essen, das er bei dir bekommen hat. Musik